macht richtig Gas. Ja, alles fantastisch, ne? Ohne Probleme, ne? So. Moin Moin! Brockchen ist wieder angesagt. Ja, was soll man da erwarten? Es knattert, rattert und jetzt die Flattracker sind heute richtig am Fahren. Und da werden wir mal ein paar Bilder einfangen, um Ihnen auch vielleicht mal einen schönen Nachmittag zu wünschen. Also, vergesst nicht, Brockstedt ist immer etwas los. Fürs Titelbild, ne? Aber dann auch auf Grundrad auch nicht schlecht, ne? Was ist da zu sehen? Jetzt müssen deine Jugendsünde noch vergewaltigen heute, du weißt ja, die alten Laster brechen immer wieder auf. Du willst uns alte Mädels. Geil, aber richtig geil. Super, so eine kleine Erfrischung im Fahrerlager ist immer fein, ne? Da freuen sich ja die Fahrer auch, ne? Oh, hier wird ja mächtig gefachsimpelt. Oha! Junge, alles vorbereitet? Ja, sicher. So wie sich das gehört, ne? Ganz locker, extra wenig getrunken gestern. Hier wird schon kräftig Nahrung aufgenommen heute, ne? Naja, ihr müsst ja auch fit sein, ne? Und das ist der Rest von gestern. Tja, Jungs, dann bin ich mal gespannt, was dabei herausschaut heute. Die Hand sieht ja nicht gut aus hier, mein lieber Kollege. Was ist denn da passiert gestern? Naja, leicht übermütig gewesen. Ein bisschen übermütig gewesen? Ja. Naja, wenn man bitte merkt, schneller und dann auf einmal wird man auch ein bisschen zu. So ist es, so passiert. Da macht man sich zu viel zu. Ne? Und dann macht es ja Schwierigkeiten, jetzt die Kippen zu drehen. Ne? Oh, ja, ist wohl Band gerissen oder irgendwas. Ach Mann. Naja, passiert. Alles Gute, auf Gute. Der ist ja Lärm gewohnt, ne? Nee, das ist nicht mein Hund. Ach, ist nicht deiner? Heavy Metal, Heavy Metal, Harley, US Army. Ja, das ist historisches Kulturgut, wie man so schön sagt. Ne? Historisches Kulturgut. Ne? Korrekt, korrekt. Genau, ja, ja. Wir sind nicht die schnellsten, aber wir sind die interessantesten. Offshore, best offshore. Ja, geil. Noch super schön. Was hat der Kleine? Ja, der Hummel ist leider ein Ventiltrieb defekt und geht leider nicht weiter. Kann er nicht mehr fahren, müsste zu Hause machen. Naja, Schicksal. Die Hektik und die Ruhe vor dem Sturm. Ohne Ende Motorräder. Yeah.
eine ganz andere Verantwortung, ne? Aber heute mal selber auf dem Bike, ne? Genau. Super. Nachher noch mal kurz ins Gespräch. Bist du gleich in der ersten Gruppe? Nee. Gleich in der ersten Gruppe? Jo. Na, super. Ich werde das Feld von mir herhetzen. Ja. So, das sind die ganz Harten hier. Ja, die harte Truppe ist natürlich auch vertreten. Die ersten Zuschauer sind auch schon da. Letzte Woche noch ins Checkout gegangen. Ja, genau. So, die Truppe geht gleich auf die Reise. So, jetzt kommt die erste Morpha-Klasse auf die Strecke. Interessantes Fahrerfeld, alles durchweg gemischt. Golden Hot Shoe, so nennt man diese ganze Geschichte. Und da kommen schon die ersten in die Kurve rein. Mit unglaublicher Geschwindigkeit versuchen sie hier schon die Gegner auszuschalten. Alles Mofas und Mopeds. So, da kommt noch einer mit Pedalantrieb. Der bleibt jeden Moment stehen. Aber hier schon die ersten Zweikämpfe. Da geht es richtig zur Sache. Da wird der Gegner natürlich brutal ausgeschaltet. Ja, die werden langsam immer schneller. So, die ersten Überrundungen stehen an. Natürlich hier ist auch irgendwo die Nummer 1 dabei. Da kommt sie. Jetzt kommt gleich der absolut schnellste hier mit der 38. Der legt hier richtig ein vor. So, hier bahnt sich gleich ein mega, mega Überholvorgang an. Hier wird gefightet bis zum letzten Meter. Oh, die geben ja alles, die Jungs. Und da kommt unser Führender. Mit Abstand der Schnellste am Platz. Ja, noch sehr zaghaft in der ersten Runde. Da will man erstmal die Bahn kennenlernen. Ah, der lässt schon mal richtig brennen hier. Noch eine schnelle Tüte hier. Visiert den Gegner an, wo kann er ihn überholen am besten? Ja, interessant zu beobachten. Ganz schnell unterwegs, der junge Mann. And here we go, the leader of the pack. The fastest rider here on the racetrack early this morning. Heute Morgen der schnellste. Und da kommen sie jetzt rein. Einige freundliche Gesichter erlebt man. Ja, auch einige ganz schnelle Jungs dabei. Nächste Truppe steht schon bereit. In den Startlöchern und sie schaben mit den Hufen. Da sonnen sich schon einige Fahrer ab, die schon ein bisschen schneller unterwegs sind.
Ja, man kann schon sehen, die 8 will innen zum Überholen ansetzen, hat es sich aber überlegt. Ja, eng zusammen liegen der Pult noch, aber die einzelnen Fahrer werden sich schon herauskristallisieren. Mann hier vorne mit der 8, aber er hat natürlich Gegner. Und die nächste Truppe wartet schon. Lange erwartet Überholvorgang, aber endlich hat es geklappt. Ja, immer wieder kristallisieren sich auch einige besonders schnelle Kollegen heraus. Aber die rote Fahne kommt, das heißt, Rennen ist abgebrochen und zu Ende. So, und mit tosendem Beifall verlassen die Fahrer die Rennstrecke. Und dann geht natürlich das allgemeine Fachgesimpel im Fahrerlager gleich los. Aber zunächst erwarten wir jetzt die nächste interessante Gruppe, historische Fahrzeuge, ganz historische Fahrzeuge, die es lohnt auch mal anzuschauen. Alte Harley Davidson, alte AJS, alte Matchless, alles was das Herz begehrt, findet man. So, hier kommen schon die ersten alten Harley Davidson Maschinen, sind natürlich sehr schwer zu fahren. Die Truppe steht auch in den Startlöchern. Hier wurden auch viele alte Straßenmaschinen umgebaut und für Flat-Track-Sport eingesetzt. So, da kommen die ganzen wilden Jungs schon mal rein. Alle happy und zufrieden, dass die alten Böcke das durchgehalten haben. Natürlich ist unglaubliche Begeisterung unter den Zuschauern. Natürlich sind schon einige Fans hier erschienen an der Rennbahn. Aber dann schauen wir mal. Jetzt kommen sie rein. Oh, herrlich, diese alten Geräte. WSA, fantastisch. Und die nächste Truppe geht auf die Reise. Eine stramme Truppe, da sind einige Favoriten dabei. Wir sehen immer mehr interessante Leute, Teilnehmer und natürlich sehen wir auch einen Bekannten, einen alten Bekannten, Martin Grinds. Martin, Mensch, der Mann mit der weitesten Anreise hier schon mal. Noch nicht mal, aber doch durch Hamburg durch, hat lange gedauert. Durch Hamburg, immer lange. Aber ich bin ja nicht alleine, Egon. Nein. Mein Neffe ist bei mir. Ja, genau. Erste Mal auf der Strecke. Wow. Und mein Sohn haben wir jetzt... Und mein Sohn haben wir auch noch überzeugt. Ja, und der hat schon die Stiefel an, ne? Ja. Und was fährt er für eine Maschine? Kawasaki. Wir werden da mal ein Auge drauf werfen. Das schauen wir uns mal genau an. Wir sehen uns auch gleich nochmal im Fahrerlager. Und hier bahnen sich schon die ersten Kurvenkämpfe an. Dichtes Feld, alles liegt noch dicht beieinander. Da ist dicke Luft angesagt. Da passt schon keine Maschine mehr dazwischen. Hier wird hart attackiert und angegriffen. Und an der Spitze entwickelt sich ein harter Zweikampf. Hier werden alle möglichen Techniken eingesetzt, um an den Gegner vorbeizukommen. Manchmal klappt es, manchmal auch nicht. Auch im hinteren Feld gibt es laufend Positionskämpfe. Das Rennen ist noch nicht gewonnen, aber hier bahnt sich schon wieder ein Zweikampf an.
Schaut euch das mal an. Hier wird gekämpft um jeden Zentimeter. Und noch einmal eine Attacke auf der Außenbahn. Mit Höllengeschwindigkeit geht der Driftmeister hier vorbei. Sensationell gefahren. Und da kommt die rote Fahne für den Sieger. Schnellster in dieser Mannschaft mit dem weißen Anzug. Aber jetzt, Freunde, gleich brennt hier die Luft. Dann kommen die richtigen Brenner auf die Strecke. Wunderbar, unser Driftmeister hier. Sehr, sehr schön gefahren mit der schweren Triumph. Aber einen sauberen Drift hat er hingelegt. Jetzt, Freunde, hängen die Trauben hoch. Es geht hier gleich richtig zur Sache, weil jetzt kommt die ganz scharfe Truppe. Die Jungs, die verstehen, wissen, wo der Gasmann ist. Habe ich euch zu viel versprochen? Hier kommen sie, die schnellen Jungs. Und da ging es gleich richtig zur Sache. Hier wird um jeden Zentimeter gekämpft. Sauber wird hier attackiert, auf der Innenbahn, auf der Außenbahn. Alle Zentimeter werden hier ausgenutzt auf der Bahn. Und hier geht es zur Sache. Ah, brutal attackiert, angegriffen und innen durchgefahren. Aber noch rechtzeitig, ganz, ganz schneller Mann. Oh, die 66, der lässt ja nichts anbrennen hier. Ah, noch ein ganz schneller Mann. Die 211. Zweizylinder-Motor. Und hier wird auch um jeden Zentimeter gekämpft und gefeitet. Da kommt noch einmal die schnelle Truppe. Sauberes Rennen, muss man ehrlich sagen. Die Jungs haben richtig am Gasseil gerissen und waren verdammt schnell. Das macht Spaß zuzuschauen, wie sie sich hier auf der Bahn keinen Zentimeter schenken. Und die nächste schnelle Truppe kommt auf die Strecke. Da wird es auch gleich richtig heiß werden. Gemischt Fahrzeuge. Aller Hubraum und natürlich Technikklassen. Zweizylinder, Einzylinder, Viertakter, Zweitakter, alles dabei. Und gleich entbrennen hier einige Kurvenkämpfe. Man sieht es sofort, dass sie alle ihren Job ernst nehmen. Da hinten wird richtig gefeitet um jeden Zentimeter. Oh, die 44 lässt aber richtig drehen, sein Apparat. Hier wird gekämpft. Ohne Ende. Die 44, einer der schnellsten. Und die 44 greift an, Attacke. Und hier noch einmal die 70. Super schnell. Waren auch wieder ein paar ganz schnelle Jungs dabei. Die haben hier wirklich alles gegeben. Und das war immer glücklich, dass die alle heil von der Bahn kommen, ne? Ja, absolut. Aber toll, super organisiert alles. Super, ich muss mal eben hier rein. Ja. Sol, Karl, einer der schnellsten jungen Damen hier, aber leider hat sie ihre Maschine nicht mit. Was ist los, Sol? Ja, kaputt, ne? Zylinderkopfdichtung bleibt durch. Ah, zum Gucken kommen. Das ist ja blöd. Gerne, ne?
Gib mal schönen Gruß nach Hause hin, ja? Supi, danke. Und da bahnt sich noch einmal ein Zweikampf an, hier ganz hart gefahren von der 19 und die 47 greift innen an, zieht gleich, aber es rennt nicht ganz. Und in dieser Gruppe definitiv der schnellste Fahrer mit dem extrem spektakulären Griff. Oh, Dramatik in der Kurve, extremer Driftwinkel und hohe Geschwindigkeit. Schnelle Jungs hier. Kommt eine ganz schnelle Tüte hier mit der 72. Ein Mann, der richtig Gas gibt. Hier wird gefeitelt. Attacke in den Angriff. Ah, nicht ganz geklappt. Ganz schneller Mann mit 129. Extrem drin hier und sauschnell. Da kommt der schnelle Mann. So, in der Pause muss natürlich auch mal ganz schnell der Bahndienst auf die Strecke und dafür hat der MSC Brockstedt natürlich auch die richtigen Fahrzeuge. Ja, die Schleifenfahrzeuge machen die Bahn wieder ideal fertig, wie neu. Und jetzt wieder die Mofa-Gruppe mit 50 Kilometer auf der Strecke. Auch unter den 50ern bahnt sich hier ein extremer Überholvorgang an. Und richtig lässt er drehen sein Apparat. Ah, die 50er sind natürlich nicht so schnell, aber spannende Überholvorgänge haben wir schon gesehen. So, hier bahnt sich nochmal ein unglaublicher Kampf an, ein Zweikampf. Da wird sich nichts geschenkt. Rad an Rad gehen die beiden hier unten vorbei. Wieder alles Mögliche dabei, Zweitakter, Viertakter, alles was das Herz begehrt. Jawohl, mit einer ganz neuen Technik, der sogenannten Rückwärtsliegetechnik. Da wird sich absolut nichts geschenkt. Die beiden, die wollen das ja nun unbedingt wissen hier. Und die ersten Überrundungen stehen schon an. Und hier bahnen sich schon wieder einige Zweikämpfe an. Da vorne geht es richtig zur Sache. Da wird sich kein Zentimeter geschenkt. Auch ein ganz schneller Mann hier. Abgewunken und zurück ins Fahrerlager. Die nächste Truppe ist drauf. Das ist schon mal eine Gruppe, da geht schon ein bisschen mehr zur Sache.
Hochleistung getrimmte Mopeds, die richtig schnell sind. Hier kommt einer der schnellsten. Und der nächste Angriff. Der Gegner ist geschockt. So hart hat ihn noch keiner genommen. Und da kommt wieder unser Schnellster. Das hört man schon am Motor, wie der dreht. Und geht spielend an seinen Gegner vorbei. So, die Truppe geht ins Fahrerlager und wir sind gespannt, was uns jetzt erwartet. Und da kommen schon die nächsten Brüller auf die Strecke. Oh, da sind verdammt nochmal ein paar ganz schnelle Kollegen dabei, die genau wissen, worauf es ankommt. Und hier bahnt sich ein Zweikampf an. Hier wird der Gegner isoliert, dann auf einen Fehler gewartet. Noch einmal eine interessante Dreiergruppe und der geht hier in Führung. Und noch einmal Attacke. Da ist der Gegner ausgeschaltet. Und vorbei. Ich hab gerade reibungslos hier. Ich hab ja alles fantastisch, ne? Ohne Probleme, ne? Jo. Super. Alles läuft. Einer unserer Jüngsten hier, aber richtig schnell auf der Bahn. Super. Unvorstellbar, was hier im Fahrerlager abgeht. Das ist ja fast wie beim Schnitterrennen. So viele Teilnehmer ohne Ende. Bist du in der Gruppe, Martin? Okay. Er geht mit auf die Gruppe. Und das ist Martin Greitz mit der schweren Straßenmaschine. Nur Stollenprofil drauf und damit geht's zur Sache. Hart umkämpft. Diese Klasse mit sehr vielen Teilnehmern. Und noch einmal Martin Greinz im harten Kampf. Da bahnt sich noch einmal ein harter Kurvenkampf an. Noch ist Martin Greinz vorne, wird aber hart attackiert von seinem Gegner, der hier jetzt auf der Innenbahn richtig durchbeschleunigt. Und langsam hat Martin sich an diese Geschwindigkeit gewöhnt und hält eine gute Position. Und da kommen sie alle rein. Und dabei ist auch Martin hier mit der Startnummer 11. Martin Greitz!
von allen Hunden gehetzt. Du bist ja immer schneller geworden. Von Runde zu Runde hat man gemerkt, dass du dich langsamer an die Bahn gewöhnt hast und dem Gegner das Leben schwer gemacht hast, ne? Ja, aber Egon, immer noch langsam. Und ich bin überzeugt, wenn du eindeutig draufsetzt ohne Motor, bist du schneller. Nein, aber der Fun-Faktor ist doch wichtig. Aber auch kein Problem. Ich habe wieder drei neue Ausreden mir ausgedacht. Super. Ja, weiter. Viel Spaß. Ja, danke. So, da haben wir sie. Die zwei schnellen Typen. Das ist Jojo. Jojo macht richtig Gas. Und ja, da schaut Martin immer ein bisschen neidisch, hat mir gesagt, wenn ich so fahren könnte wie Jojo, das wäre schon mal ein Fortschritt. Genau. Aber ich werde mich mit abfinden, ich werde mein Zeug verkaufen und dann Jojo Sponsor. Ja, gut. Gut, wir schauen mal, was wir für Jojo machen können. Ne? Martin, das ist der Mann, der mich, wie ich Weltmeister wurde, eine ganze Runde auf seinen Schultern getragen hat. Auf den Schultern. Janne, immer schön, wenn ich dich so fit sehe und so, ja, frische Hautfarbe. Du lebst gesund, ne? Und dir geht's gut, ne? Wollt ihr die Runde jetzt wiederholen? Welche Runde? Kann ich noch gut anfangen. Das, ja, das würde ich. Du ein paar Schritte, aber ich glaube, da hatte ich doch mehr Angst, dass er runterfällt. Alles Gute, Janne! Ganz schnelle Truppe war das. Schon ein paar Experten, die genau wissen, worauf es ankommt in der Flat-Track-Szene. Müssen wir diese Truppe da auch noch mal festhalten hier. Jungs, Mensch, alles klar bei euch hier? Schön, dass du da bist, dass wir hier sein dürfen. Ja, schön, dass du da bist. Jetzt kannst du auch wieder nach Hause gehen. Ne? Alles gut, mein Lieber. Freue mich auf das nächste S800-Treffen, mein Lieber. Kannst du da nicht mal dran drehen, dass wir wieder Zickerei haben? Ja, leider keinen Einfluss drauf. Fangen wir die Nummer 1 ein, den schnellsten Mann hier an der Strecke. Sauber im Drift rausbeschleunigt. Ja, Freunde, das war ein imposanter Tag hier mit den Flat Track Racern. Also, die lassen ja wirklich nichts anbrennen. Aber Schubi, zum Schluss müssen wir natürlich auch die Gelegenheit nutzen, einmal was ihr alles hier anstellt. Das ist ja der Wahnsinn. Und einen wichtigen Termin haben wir dieses Jahr noch, wo es richtig im Speedway zur Sache geht, ne? Ja, definitiv. Also der 3. Oktober steht natürlich wieder ganz im Zeichen von Nachwuchs und Speedway Liga Nord. Ja, unsere Young Vikings empfangen dann hier ihre Gäste. Und ich glaube, da werden wir nochmal einen richtig, richtig heißen Saisonabschluss haben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, Egon, und ich denke, du bist auch dabei. Bis dahin aber noch jede Menge Trainingssessions hier bei uns auf dem Holsteinring. Also Zuschauer sind auf jeden Fall willkommen. Und ich freue mich auch auf das nächste Event hier im Bruckstädter Friedrichstadion.